Oha, Hallöchen, Hans Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Mit Pfeil und Bogen im Gepäck können wir endlich im letzten Dungeon weitermachen. Der uns ja sowieso schon die ganze Zeit hier Pfeile anbieten will. Das hat er schon voriger Dungeon gemacht. Wahrscheinlich als kleine Preview. Hey, so langsam, ne, denk mal hier am Pfeil und Bogen. Das ist ja richtig dämlich mit den... Ey! Ey! Cool. Okay, Moment, wir machen das anders. Wir haben ja den Bumerang noch. Wir wollen erstmal hier unsere Ruhe. Und beim Rückweg schön schnetzeln. So, das heißt doch, wir sollen hier... Mit der Feder, okay. Fancy. Aber das war im Original nicht. Dass man da noch extra springen musste. Naja. Wir können jetzt in diesem, in Anführungszeichen, Geheimgang weiter. Und dann schließen wir den Dungeon schon in dem Part ab. Ich glaube, der Boss war sogar echt unspektakulär. Oh, ich kann nicht über die rüberspringen, okay. Weil mit dem Dungeon-Item einfach draufböllern und gut ist. Ja. Und ich kam nicht ohnehin, umhin schon jetzt ein bisschen nachzuschauen. Wegen der Karte und den 100% dann. Ach, sehen wir gar nicht auf der Overworld. Ich glaube, es gab noch einen Teleporter, den wir nicht haben. Hatten. Aber er wäre trotzdem nicht an der Stelle, wie ich so hätte als praktisch empfunden. Also nicht sonderlich praktisch. Ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht da so im Norden gewesen, wo ich es eigentlich... Oder im Nordosten, wo ich es eigentlich hätte haben wollen. So, Licht brauchen wir nicht. Wir wissen, wo es lang geht. It's hot in here. It's slow in here. So. Und... Halleluja. Ohne Schaden überlebt. Hier ist... Ah. Wie witzig. Aber die Blöcke sind jetzt unten. Die sind ja auf der falschen Seite. Okay, du musst gegen die Wand springen scheinbar. Ja, dann mach doch. Ja, dann... Und... Ah, das war zu wenig. Oh, Stunlocken kann man den so ein bisschen. Schön. Komm, mach nochmal. Falcon Punch! Hey! Na gut. Probieren wir es nochmal auf der Seite. Aber wo gab's denn... Hier wäre das Portal. Hier gab's doch keine Schalter. Ja, da oben wäre das heiß ersehnte, wortwörtlich, Dungeon-Item. Aber wir haben doch gar... Wo habe ich einen Schalter übersehen? Ich war ein leerer Raum quasi, also der Miniboss... Hier drüben? Hier. Hier war, glaube ich, ein Schalter. Okay. Wie kommen wir am witzigsten zu dem Raum, in dem wir einfach nach oben gehen? Ach, das ist ja jetzt nochmal ätzend. Oder? War jetzt hier rechts, ne? Ein letztes kleines Hindernis. Stimmt, das war der einzige Schalter und seit... Und hier gab es ja sonst nichts, was man mit dem Schalter hätte anstellen können. Also das ist schon ein bisschen Verarsche, aber was soll's. So, ich hoffe, das zählt noch, wenn man
jetzt hier über das Portal geht. Ich will auch nur das kleine Dungeon-Item. Ja, zählt noch. Schön. Und wir finden den magischen Stab. Damit feuerst du glühende Feuerbälle ab. Und ich habe auch nachgeschaut. Es gibt hier noch ein letztes Item. Ich habe vergessen, wo. Aber es gibt eins. Und ich weiß, was es ist. Man kann sich es grob herleiten. Moment, ich gehe lieber über das Portal. Werden wir auch noch holen. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen kleinen Schlüssel für links oben. Und können über diese beiden Treppen, glaube ich, noch gehen. Jetzt ist die Frage natürlich, welche ist klüger und welche ist nicht so gut. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier direkt über die, die hier zu sehen ist. Weil von der aus kann es sein, dass wir noch schnell zu anderen kommen. Können, oder? Ja, ich glaube schon. Nee. Ja, nein, vielleicht. Ach, mal gucken. So ein Goombas verbrennen auch instant. So, das Rätsel, das war ja noch wie früher. Ein sehr schneller Durchgang und wir sind... Okay, wir sind an der Tür. Ah, oder ist hier der Schlüssel? Stimmt, da könnte der vielleicht auch sein. Wir kommen aber sogar recht schnell darüber. Indem wir einfach hier lang gehen. Dann ist es gar nicht so der große Umweg. Au. Wir kriegen noch einen kleinen Laserstrahl in den Arsch geschoben. Warum auch nicht? So, erstmal alles verbrennen. Und tatsächlich, da ist der kleine Key. Okay, dann wissen wir jetzt, wo es lang geht. Wir müssen... Ja, lautstärkentechnisch soll es passen. Wir müssen einfach nochmal die Treppe hochgehen, die wir gerade schon hochgegangen sind. Und danach die andere Treppe. Und das ist ein echt mehrfaches hier hin und her gerenne. Aber danach ist es auch geschafft. Und wir können unsere Wege dann ziehen. So. Dann mal schön alles aus dem Weg brennen. Hier oben können wir auch schießen. Brauchen wir aber in dem Fall eher weniger. Der Stab ist schon sehr cool. Aber der ist auch sehr stark. Also wirklich, das Link's Awakening Let's Play. Ich glaube, der letzte Boss war wirklich der gammligste. Einfach wenn man da durchgeböllert hat, bis zum geht nicht mehr. Ach, dir tut er nicht weh? Wieso tut er dir nicht weh? Was tut dir denn weh? Das ist ja komisch. Hä? Moment. Pfeil und Bogen? Oh, wir können noch schräg schießen. Okay, Pfeil und Bogen würde wehtun. Oh, wir können drüber springen, geil. Geil. Okay. Aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Pfeilen. Ah, das war ein bisschen zu früh. Oh. Ach, der will jetzt so einen machen. Haha, das wäre cool. Was wäre denn die Alternative? Pfeil und Bogen? Ja. Ja, Schwert und... Hm. Weil es ja blöd, wenn man dann keine Pfeile mehr hat. Ja, bestimmt kann man das irgendwie mit einer Wirbelattacke noch regeln. Ach, und wir haben noch so ein witziges Rätsel. Ja,
Ja, nicht verkacken. Schön. Und das sollte die Truhe zum Boski sein. Und das ist sie auch. Stabile Sache. Wir können den Stab wieder ausrüsten. Und dann einfach nur noch durchböllern. So. Treppe sollte wirklich die hier sein, die zum Boss führt. Weil die führt nach hier oben. Glaube ich. Ansonsten ist es halt die andere. Ja, wir müssen eigentlich auch wieder hier runter. Oder gibt es einen schnelleren Weg? Nee. Nee. Aber wir können nochmal hier ganz runter. Da hat es ja ein paar Sachen, die in der Luft fliegen. Kurz mal einfach zur Sicherheit auffrischen. Und dann hat es ja doch mit dem Part nochmal ganz schön lange gedauert. Hätte ich auch nicht erwartet, dass es nochmal so verwinkelt ist gegen Ende. Aber so ist es. Also gut, ohne größere Umschweife mit vollem Leben. Wobei die jetzt echt gar nicht mehr das Problem sind. Also mit Wiederbelebungsding, mit Feen auch noch. Den Luxus hatte man im Original nicht von Feen. Plus mehr Herzen als im Original. Und der Rüstung, die auch noch Schaden halbiert. Eigentlich könnten wir jetzt auf die Power-Rüstung umsteigen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ach, warte mal. Wie war denn das? Ich glaube, ich habe schon verkackt. Oder kann man schräg schießen? Nee. Kann man... Die fallen ja nicht runter. Ich kann die in der Luft schießen. Mal gucken, ob ich... Ah, nee. Moment, das war ja viel zu spät. Kann ich hier in der Luft schießen? Theoretisch hier... Oh. Okay. Ja. War jetzt, glaube ich, nicht der vom Spiel beabsichtigte Weg, aber es geht. So, hier darf man nicht schießen, weil sonst kommt nicht mehr hoch. Hier auch nicht. Quasi hier unten und hier. Ja. Und dem Schwierigkeitsgrad dieser Passage nachzuurteilen, stehen vom Boss. Ich würde sagen, ohne große Rumschweife. Also das war... Na, du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirenen spielen lassen. Niemals! So ein Feuertyp, der gegen Feuer nicht immun ist. Hitzkopf. Einfach durchböllern. Wobei, vielleicht ist er jetzt doch... Er ist anders. Oh, ich wollte stehen bleiben. Okay, wir haben absolut gar keinen Schaden gemacht, aber vielleicht einmal. Ja, man muss halt gut zielen. Okay, es ist auf jeden Fall nicht so schnell zu bewerkstelligen wie im Original. Einfach durchböllern. Oh, was? Das war schnell abgetaucht. Aber er macht auch nicht so viele Angriffe und Attacken. Oh! Er taucht schneller ab. Okay, wir spammen einfach. Und das ist unser grandioser Bosskampf. Okay. Warum nur? Warum bist du hergekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken, Mann. Du bist selbst nur ein Teil seines Traums. Ja, dann beende ich das Spiel ab jetzt und dann ist das mit dem Traum auch nur ein Traum. Ein Herzcontainer. Stabil. Wir haben nur noch 4 offen und schon 2 Herzteile. Also theoretisch fehlen noch 14 Herzteile. Und das letzte Instrument ist auch in unserem Besitz. Die Oktopus-Trommel.
Ei. Das Ei ruft. Einmal großes I und einmal kleines. Okay. So, Ei. Das Ei ruft. Ich schreie jetzt nicht hier groß rum. Und ich würde sagen, oh, nach diesem süßen Geknuffel, würde ich sagen, geht's mit dem nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.